Zu Allerheiligen gedenken die Menschen ihrer Verstorbenen. Traditionell werden an diesem Tag an den Gräbern Kerzen angezündet. Doch diese Tradition verliert zunehmend an Bedeutung, denn immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Feuerbestattung. Im Westen des Landes ist der Platz für Erdbestattungen begrenzt, deshalb ist die Feuerbestattung eine beliebtere Alternative. Von den 13.000 Beisetzungen auf den Friedhöfen Wiens machen Feuerbestattungen 38% davon aus. Der Sarg wird von einem Bestatter in die Feuerhalle gebracht. Unter der Verabschiedungshalle wird der Tote erst einmal am Terminal registriert. Wir befinden uns in der Bringzone des Krematoriums. Das heißt, der Bestatter kommt hier mit dem Verstorbenen herein, checkt den Verstorbenen in unser IT-System ein. Das IT-System spuckt einen QR-Code aus, der wird auf den Sarg geklebt, sodass auch eine eindeutige Identifizierung immer möglich ist. In diesem Raum werden die Vorbereitungen für die Einäscherung von den Mitarbeitern des Hauses getroffen. Hauptverantwortlich dafür ist Cornelia Lassiner, die Betriebsleiterin des Krematoriums. Sie ist seit 2005 bei den Friedhöfen Wiens angestellt und kam bereits als kleines Kind mit dem Tod in Berührung. Ja, mein Vater hat in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, bei der Bestattung zu arbeiten begonnen. Und ich bin mit dem ganzen Thema Tod und beerdigt werden aufgewachsen. Das war bei uns ein ganz normales Thema beim Abendessen, bei Tisch. Also das war für mich immer völlig normal, dass das Sterben zum Leben dazugehört und dass jeder, der verstorben ist, bestattet werden muss. Also ich habe über das Thema nie nachgedacht. Nach der Registrierung des Sarges kommt er in den 5 Grad kalten Kühlraum. Dieser hat 150 Plätze, aktuell sind nur etwa 10 davon frei. Einen Raum weiter findet die Einäscherung in einem der 4 Öfen statt. Ein verglaster Raum ist hinter Vorhängen versteckt, der per Knopfdruck von Frau Lassiner zum Vorschein kommt. Darin sind Sofas und Sessel zu sehen. Es ähnelt einem Wohnzimmer. Wir haben es bewusst so gemacht. Ja, ich kenne es von anderen Krematorien, dass man halt zum Ofen noch gehen kann. Ja, und das wollte ich nicht. Ja, weil Sie haben es eh schon gemerkt, wenn wir in den Kühlraum reingegangen sind, da spürt man schon ein bisschen Temperatur, man hat vielleicht auch einen gewissen Geruch noch. Und das ist nicht das, was ich den Angehörigen mitgeben möchte. Ja. Aber trotzdem die Möglichkeit bieten, in einer doch gemütlichen, wenn auch traurigen Atmosphäre vom Verstorbenen Abschied zu nehmen, indem man die kleine Gruppe hier Platz nimmt. Unser Mitarbeiter verbringt den Sarg aus dem Kühlraum zum Ofen, steht nochmal Spalier neben den Sarg, macht würdevoll eine liebevolle Geste zu den Angehörigen, wartet, bis die bereit sind. Wenn die sagen, sie sind bereit, bedient er den Einfuhrmechanismus. Der Sarg erhebt sich nochmal, geht in das Feuer, die Klappe schließt sich. Die Angehörigen haben nochmal kurz Zeit, draufzuschauen, dann gibt es nochmal eine würdevolle Geste und dann wird der Vorhang zugezogen. Der Sarg erhebt sich und wird über eine im Boden eingebaute Schiene in den 850 Grad heißen Ofen eingefahren. Die Reaktionen der Angehörigen fallen dabei völlig unterschiedlich aus. Das geht von einem ganz ruhigen, beinahe lässigen Zuschauen bis hin zum Wegdrehen, weil die Angehörigen im letzten Moment doch nicht schauen wollen, was da passiert, wenn der Sarg in den Ofen einfährt. Von Weinen, die sich in die Arme fallen, bis zu sie verlassen den Raum sofort danach, bis hin zu sie bringen sich Verköstigung mit und stoßen dann noch mit einem Glas Sekt oder Wein auf den Verstorbenen an. Also es ist ganz, ganz individuell. Die Arbeit eines Bestatters ist emotional keine leichte Aufgabe. Was müssen Personen mitbringen, die diesen Beruf verfolgen? Man muss empathisch veranlagt sein, sonst kann man den Job nicht machen. Aber man muss natürlich lernen, eine gewisse persönliche Distanz zwischen sich und die Trauer der Angehörigen zu bringen. Es ist ein Lernprozess, aber man kann sehr gut damit leben. Und wie ist das, wenn die Toten noch Kinder sind? Das ist auch für unsere Mitarbeiter immer schwierig. Aber der Tod gehört zum Leben dazu. Das weiß niemand besser als jemand, der bei den Friedhöfen arbeitet. Und man lernt, diese Dinge zu akzeptieren. Es beschäftigt einen länger, das auf jeden Fall. Aber man lernt damit zu leben. Es gehört einfach dazu. Eine Tür in der Nähe des Ofens führt in den Anlagenraum. Dort steht eine Maschine neben der anderen. Es ähnelt einer Fabrikshalle. Hier werden die Überreste der Verstorbenen verarbeitet. Angehörige haben keinen Zutritt. Dort werden dann die Kremationsreste herausgenommen und werden hier am Aschebehandlungstisch von Fremdkörpern befreit. Wir reden von künstlichen Gelenken, Herzschrittmachern, Verschraubungen nach Unfällen, wo einfach Reparaturen am Körper durchgeführt werden mussten zu Lebzeiten. Die sind zu groß, die kann man einer Aschenkapsel nicht beigeben, die müssen entnommen werden. Händisch? Ja, selbstverständlich.
Die entfernten Materialien werden anschließend recycelt. Also wir leben Nachhaltigkeit bis zum Schluss und die Materialien, die herausgenommen werden müssen, weil sie in der Aschenkapsel keinen Platz finden, sind natürlich wertvoll. Daher werden sie auch einer Wiederverwendung zugeführt. Wir nehmen alles, was wir für diese Wiederverwendung bekommen und spenden das. Im heurigen Jahr zum Beispiel sind über 30.000 Euro dem Frauenhaus zugute gekommen. Das Gewebe und der Rest des Körpers verdampfen während der Verbrennung. Der fein gemahlene Knochenstaub wird dann in die Urne abgefüllt. Der Körper ist dann, wie das Leben des Verstorbenen auch, mit dem Tod abgeschlossen.